Ja, also wenn ich jetzt ansetze bei diesem Thema von der Souveränität kommend, dann ist natürlich erstmal der Souveränitätsbegriff eine ganz große Herausforderung. In theoretischer Hinsicht einerseits und dann eben gerade auch mit Blick auf die Europäische Union. Ich will das jetzt nicht vertiefen, weil das soll ja ein kurzer Beitrag sein. Aber ich glaube, dass man sozusagen hier durchaus einen Souveränitätsbegriff bemühen kann, gerade für die Europäische Union, der sehr, gerade wenn es um diese Brücke in die Politik geht, der hier eben pragmatisch sich so ein bisschen an dem amerikanischen Souveränitätsverständnis orientiert, des Dual Federalism, in dem es nämlich ganz stark eigentlich um Kompetenzfragen geht, um Zuständigkeitsfragen der Ebenen. Und das ist eigentlich auch das, was, glaube ich, hier die Brücke in den politischen Kontext baut. Denn das muss hier erwähnt werden. Und ich habe es auch extra nochmal nachgelesen. Und es hat uns damals in Brüssel natürlich auch sehr beschäftigt. Die Sorbonne-Rede von Macron hat ja in ihrem ersten Teil diesen Souveränitätsbegriff wohl in diesem Sinne in den Mittelpunkt gerückt. Und das ist auch ein Thema gewesen in der Kommission, nicht nur die Sorbonne-Rede, weil eben viele Vorschläge, die damals auch in der Kommission ein Thema waren, erarbeitet worden, wo Vorschläge auf dem Tisch lagen. Die Sorbonne-Rede hat die unter diesem Begriff der Souveränität nochmal zusammengefasst, weil das ja viele Themen sind, die eben tatsächlich für die Europäische Union politische Prioritäten darstellen, die, wenn man von ökonomischer Seite spricht, und es ist interessant, dass das in der Sorbonne-Rede auch auftaucht, dass das, was hier mit Souveränität verbunden wird, das sind europäische gemeinsame öffentliche Interessen. Die Ökonomen sprechen hier von europäischen öffentlichen Gütern. Das ist ein Thema, das auch, sagen wir mal, in der politischen Debatte derzeit eine gewisse Rolle spielt. Und ich glaube, dass damit in dem Begriff der Souveränität verstanden als Zuordnung von Zuständigkeiten und Kompetenzen tatsächlich, glaube ich, dieser Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Politik, interdisziplinäre Wissenschaft und Politik gelingen kann. Und was sich jetzt sozusagen mit Blick auf Corona, muss ja kurz bleiben, aufdrängt, ist eben, was ich sehr interessant finde, weil ich gerade zu dem europäischen öffentlichen Interesse, den europäischen öffentlichen Gütern ein größeres Forschungsprojekt laufen habe, dass dieses Corona-Thema, wie in einem Brennglas, eigentlich zwei Gebiete definiert, in denen europäische öffentliche Güter nicht bereitgestellt und verwirklicht werden können. Corona macht uns das deutlich, einerseits mit Blick auf die Gesundheitspolitik, in der das wissen, glaube ich, die meisten auch durch die Debatte in diesem Kreise, der die Europäische Union ja nur sehr, sehr bescheidene Zuständigkeiten hat. Im Wesentlichen praktisch nur Koordinierungszuständigkeiten. Im Übrigen gilt eben ein Harmonisierungsverbot, also praktisch das Verbot einer gemeinsamen Politik mit gemeinsamen Standards und Regeln. Und es gibt eben drei Ausnahmen von diesem Harmonisierungsverbot, wo die EU tatsächlich eine weiterreichende Kompetenz hat. Und die haben alle mit Krisen zu tun. Ja, also es gibt eine, wenn es um den Handel mit Blut zum Beispiel geht, da geht es eben um ein Thema. Dann diese BSE-Problematik spiegelt sich in den Zuständigkeiten, aber Pandemien eben noch nicht. Das ist eben interessant, dass hier das europäische öffentliche Gut der Gesundheit durch die Pandemie, durch Corona plötzlich sozusagen ins öffentliche Bewusstsein gebracht wird. Und nun ganz viele tatsächlich fordern, dass die Europäische Union hier in die Lage versetzt werden muss, dieses europäische öffentliche Gut, das europäische öffentliche Interesse auch verwirklichen zu können. Und das ist, glaube ich, wert zu diskutieren. Allerdings ist eben so ein bisschen die Frage, ist das nicht vielleicht ein bisschen ad hoc jetzt alles, dass wir eben sagen, kaum ist eine Krise da und schon sind wir dann bereit, aber auch nur ganz punktuell in diesem Bereich eine Zuständigkeit auf die europäische Ebene zu bringen. Also da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, wobei ich eben, das führt aber jetzt schon ein bisschen weiter, die Überlegung, die ich mir zur Souveränität und Zuständigkeiten gemacht habe,
Das ist sozusagen dieser Begriff der Souveränität, der europäischen Zuständigkeit, für mich sehr viel mit Solidarität auch zu tun hat. Nämlich solidarisch sein mit Blick auf ein europäisches Ziel, ein europäisches Gut, ein europäisches öffentliches Interesse. Und das sehen wir jetzt ja hier auch im Bereich des Gesundheitsschutzes. Dass aber eben auch das Subsidiaritätsprinzip als, sagen wir mal, Gegenprinzip zum Solidaritätsprinzip hier wirkt und da sich ganz, ganz viele spannende Fragen heraus ergeben. Wenn wir über Corona sprechen, müssen wir aber jetzt mit Blick auf den europäischen Wiederaufbauplan, Next Generation Europe, wie das ja in diesem zentralen Kern heißt, auch auf eine andere Perspektive noch schauen, wo die EU tatsächlich auch unvollendet ist, wo wir einen schönen Wetterraum geschaffen haben, nämlich dem Euroraum. Denn das ist ja auch ganz interessant, dass Corona tatsächlich jetzt offenbar Dinge ermöglicht, die bisher mit Blick auf die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion nicht möglich waren. Ich stelle also mit Blick auf die Politik mit großem Interesse fest, dass ein Thema, an dem ich in Brüssel mitgearbeitet habe, nämlich diese Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion in Form dieses Fünf-Präsidenten-Berichts, wo der Europäische Rat, die Mitgliedstaaten, auch Deutschland sehr, sehr zurückhaltend reagiert haben, weil es nämlich, das war das deutsche Problem mit diesen Vorschlägen, nicht das französische, aber das deutsche war, dass hier praktisch ein Budget für den Euroraum zur Verfügung gestellt werden soll. Und gleichzeitig aber eben auch europäische Institutionen, der Fünf-Präsidenten-Bericht sprach von einem europäischen Schatzamt auf der anderen Seite, die eben dann dieses europäische Budget verwalten sollten, damit umgehen sollten, errichtet werden sollen. Da hatte, glaube ich, Frankreich dann wieder mehr Probleme mit. Beides ist aber gerade Ausdruck auch dieser europäischen Souveränität. Und das ist, glaube ich, ganz interessant. Beide Themen spricht Macron in seiner Sorbonne-Rede unter dem Aspekt der Souveränität an, die Währungsunion vollenden. Und die Gesundheitspolitik, würde ich jetzt mal sagen, unter dem Aspekt, der bei ihm ganz stark im Vordergrund auch steht in der Rede und auch in der Arbeit damals in der Kommission, das Thema Sicherheit, die Security Union. Das war nach den Terroranschlägen in Paris und Brüssel und dann später auch in Berlin ein ganz großes Thema der Europäischen Union, weil es hier um die Vollendung praktisch des Schengen-Raums geht. Und hier eben die Mitgliedstaaten, wenn es um Sicherheit geht, sehr vorsichtig sind, europäische Zuständigkeiten zu übertragen, aber gleichwohl das Bewusstsein gewachsen ist, dass wir hier auch eine Lücke haben. Also man kann fast sagen, dass sich hier im Bereich Sicherheit als weiten Begriff mit Pandemien, aber eben auch anderen Fragen des Schengen-Raums sozusagen hier Bereiche eröffnen, in denen die Europäische Union noch lange nicht souverän ist, nämlich handlungsfähig, nach innen wie nach außen, aufgrund ihrer fragmentierten Zuständigkeiten, ihrer fehlenden Zuständigkeiten. Und dass die Corona-Krise uns erstens das, zumindest im Bereich der Sicherheit, wenn es um Gesundheit geht, deutlich macht, dass uns die Corona-Krise dies aber auch mit Blick auf den Euroraum nochmal deutlich macht. Denn ich finde es ganz erstaunlich, dass wir jetzt völlig losgelöst eigentlich von der Debatte um die Reform und Vollendung des Euroraums mehr oder weniger ein riesiges Budget auf den Tisch legen, im Rahmen dessen sich die Europäische Union verschuldet, also ein großer Akt der Solidarität, der aber irgendwie völlig unklar in den Strukturen der Europäischen Union zu verorten ist. Ist das nun sozusagen die Solidarität der Strukturfonds? Ist es die Nothilfe, die eigentlich für die der ESM mal geschaffen worden ist? Nein, das ist etwas ganz Eigenes, was hier entsteht. Und die Politik hat noch gar nicht darüber nachgedacht, wie sich das in das Gefüge der Europäischen Union von Solidarität eigentlich einbettet. Das waren jetzt viele Gedanken. Ich will mal an dieser Stelle aufhören, weil sonst wird es zu lang. Aber das waren viele Gedanken, die so ein bisschen, glaube ich, Aspekte, die ich gerne diskutieren würde, zusammenbringen. Erstens also die Weite des Begriffs der Souveränität. Die muss man sozusagen, hier muss man einen Souveränitätsbegriff, mit dem wir umgehen können, herausschälen, der eben auch praktisch dann die Brücke in die politische Debatte schlägt. Zweitens, wenn wir dann über Zuständigkeiten sprechen, müssen wir eben auch sprechen, darüber sprechen, wo fehlen der Europäischen Union Zuständigkeiten, um souverän zu werden. Weil das klingt in Macrons Rede sehr deutlich an, das klingt auch in Junckers entsprechender Souveränitätsrede an, wird aber dann im deutschen Schrifttum nicht verwunderlich ganz kritisch gesehen. Dieter Grimm hat einen fulminanten Beitrag gegen die Macron-Rede geschrieben und gesagt, das ist alles ein riesiges Missverständnis. Ja?
Aber es ist eben ganz spannend, das, glaube ich, zu diskutieren. Und ich glaube, dass Corona tatsächlich vieles hier, sagen wir mal, angestoßen hat in diese Themen, die ja schon lange auf dem Tisch liegen, die aber vielleicht einen Impuls bekommen, hier diese Debatte weiterzuführen und Europa vielleicht tatsächlich in diesem Sinne, in diesen Bereichen, und dafür gehört für mich nicht nur die Gesundheitspolitik, dafür gehören für mich unter dem Aspekt der Solidarität, also des Zusammenstehens für das europäische öffentliche Interesse, dass das gemeinsame Interesse der Mitgliedstaaten formuliert, dass in dem Sinne dieses Zusammenstehens, glaube ich, macht Corona sehr gut deutlich, dass wir hier tatsächlich über den Souveränitätsbegriff vielleicht ein Stück weit in der Debatte weiterkommen, wo die Europäische Union stärker werden muss. Vielen Dank.